aufgebaut. Und zwar, da kennst du dich ja besser aus mit HIGIG. Kennst du dich ja besser aus? Du bist ja der Spielende unter uns beiden. Ja, also klar, wir haben ja einen neuen TV-Standard bekommen mit HDR. Ja. Beamer-Fans wissen, wie kompliziert das Thema ist, denn HDR stellt sehr viele Herausforderungen an den Schwarzwert eines Geräts, an die maximale Helligkeit eines Geräts, an den Inbildkontrast und, und. Und bei Spielfilmen ist das ein Thema, bei Gaming ist das nochmal ein anderes Thema, da hat man ja nochmal andere Schwerpunkte. Man will ja, das soll ja nicht nur gut aussehen, das Spiel, sondern man will auch effektiv und erfolgreich spielen. Und da gibt es immer natürlich Gefahren, dass gerade bei HDR, wo auch die Schattendurchzeichnung sehr subtil ist, Bilder eher im Schwarz versinken. Also das ist eigentlich das Spielerlebnis leidet unter der Bildqualität. Und HGIG ist ein Standard, also ein HDR-Standard, der für Gaming optimiert ist. Das ist von Sony und Microsoft ins Leben gerufen worden und das wird auch von Samsung adaptiert. Und dann kann man den Fernseher nicht nur in der Framerate, das kennt man ja jetzt schon mit HDMI 2.1, dass man höhere Frameraten fahren kann, niedrigen Input leckert und so weiter. Dann kann man auch die HDR-Darstellung tatsächlich in Echtzeit so anpassen lassen, dass eben auch die Spielqualität und das Spielerlebnis richtig bezogen wird. Also sagen wir mal so, dass wenn du in der Küche bist, dass die Oma, dass du alles erkennst, die Oma und das Spiel. Ja, genau. Also es ist praktisch eine Art dynamisches HDR für Gaming. Dynamisch. Ja. Ja, also das heißt also auch, sagen wir, dass man die dunklen Bereiche, genau, dass man da, sagen wir mal, Silhouetten oder dass man da, sagen wir, das Letzte herauskitzeln kann. Das kann man in der Regel auch noch mal das konfigurieren. Gerade beim HDR hat man ja, genau, sagen wir, einen größeren Farbraum. Richtig, und mehr Dynamikraum. Mehr Dynamik und da kannst du natürlich dann Dinge ans Tageslicht holen, was eigentlich gar nicht da ist. Also Ziel ist eigentlich, dass die Bildqualität noch mal deutlich authentischer wird, ohne dass es schwieriger wird zu spielen. Ja. Aber sag mal so, wie viel Zoll würdest du dir denn jetzt zulegen? Zum Gaming? Also wenn du ich bin ja kein Profi-Gamer oder so. Aber wenn du es jetzt bei mir liegt der dürftest. Fokus schon im Spielspaß. Ich glaube, die Profi-Gamer, die zocken eher auf kleinen Geräten, weil sie mit der Nase dran sind und alles im Blickfeld haben. Richtig. Aber je größer das Bild ist, desto mehr Spaß macht es. Aber es ist auch, je größer das Bild ist, desto schwieriger ist es tatsächlich. Weil man einfach ein viel größeres Bild verarbeiten muss. Wir haben hier zum Beispiel auch, was ich nochmal vielleicht dazu sagen muss, weil das hier die Gamer auch immer wieder interessiert, der Input-Lag. Der ist nämlich hier auch sehr gering gehalten. Ja. Ja, also der ist wahnsinnig gering. Ich weiß jetzt leider nicht den Wert, aber ich weiß, dass es hier Gaming-Einstellungen gibt, also Gaming-Modis. Und da jetzt zusammen mit dem HGIG oder wie heißt das genau? Ja, und ja, also dem, ja, richtig. So heißt das, ne? Mhm. Und wie gesagt, das ist jetzt hier alles mit drin. Und ich gucke jetzt gerade nochmal, das war jetzt hier der. Steht da hier der Input-Lag? 95B. Und das dürften ja dann die 144 Hertz Panels sein. Und zwar nochmal, das ist vielleicht nochmal ganz interessant für euch. Ab dem Q70A, da sind in den Samsung Panels 100 Hertz verbaut. Und ab dem QN95, also jetzt hier, wir sind jetzt im Jahr 2022, da heißt es nicht mehr A, sondern B. Also das heißt, das Jahr hat sich geändert und da wird einfach dann hinter der Zahl, wird dann einfach der Buchstabe hochgezählt und da sind wir jetzt mittlerweile, heißt dieser Fernseher QN95B und der hat dann auch hier diese Neuerungen drin, die jetzt für das Gaming entsprechend sind und wie gesagt, ab dem Q70 haben wir schon 100 Zoll Panel. 100 Hertz Panel und ab dem QN95B haben wir einen 144 Hertz Panel. Also nur mal darauf einzugehen, dass natürlich auch der Speed und die Bildwiederholfrequenz und die Bewegungsschärfe hier natürlich unheimlich hoch ist.
Je höher die Frequenz ist, desto mehr Bewegungsschärfe kann man abgeben. Ganz genau. Das heißt, auch bei schnellen Spielen und schnellen Bewegungen hat man einfach mehr Schärfe im Bild. Richtig. Und jetzt möchte ich, das sind im Prinzip alles die Modelle, die hier das ganze Jahr über schon für uns bekannt waren und die einfach nur, sagen wir mal, in die haben jetzt auch alle das B, dass man sieht, dass das eben im Jahre 2022 auf den Markt kam. Was ich, das sehen wir jetzt hier nicht, nee, das ist schon abgebaut. Ja, also wie gesagt, hier, das sind die alle herkömmlichen bekannten Modelle. Da ist jetzt eigentlich weiters nichts dazu zu sagen. Nur wieder, dass eben, also das ist jetzt hier der Q64, der dürfte jetzt ab dem Q70, habe ich gesagt, haben wir 100 Hertz. Da fängt es dann an, in die professionelle Schiene zu gehen, wo dann auch das Bild dann dementsprechend schnell dargestellt werden kann. Und hier haben wir den QN85B, also der ist jetzt schon, das ist schon ein QLED, dürfte dann ein 4K sein. Und was haben wir hier? Das ist der QN95B, den hatten wir aber hier vorne schon mal gesehen, wie wir bei dem HGEG, bei dem Spielstandard waren mit der Spielefunktion. Und das ist jetzt im Prinzip eine andere Größe. So, dann konventionell. Ja gut, ich habe jetzt hier keinen Flash, muss schnell lauter drehen. Machen wir mal laut. Nee, das ist aber nicht der Trailer. Das hast du, glaube ich. Doch. So, hier sind wir zurück. Hier kriegt ihr jetzt Ton auf die Ohren. Und zwar den guten Ton. Ganz kurz. Hier ist ziemlich dunkel. So. Ja. Ja, hier haben wir die Evolution von Samsung, nämlich Q-Symphony Generation 2. Und zwar haben wir hier eine verbesserte Synergie zwischen Samsung TV und Soundbars. Verleiht der Szene einen atmosphärischen Sound. So, ich mache es ein bisschen lauter. Ich gebe euch was auf die Ohren. Ich weiß nicht, wie ihr das natürlich jetzt erlebt. Aber er geht richtig ab. Müsst ihr haben, wenn ihr euch hier einen Samsung-Fernseher zulegt, dann sollte der Sound. This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with 10-point accuracy. Ich weiß nicht, da geht das nicht an. Dann sieht man den. Whether the soundscape sets the mood of a scene. Whoa! What is that?
Let's go! Or captures the full extent of nature's fury. Ja, gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, das gehört eigentlich zu einem ausgewachsenen TV, gehört das dazu. Und es muss auch kein Samsung sein, muss man dazu sagen. Aber mit einem Samsung Q-Sound-System arbeitet es natürlich intelligent zusammen. Und man kann auch den kompletten Fernseher als Sound in diesem Soundsystem nutzen. Wie gesagt, Dolby Atmos, das ist virtuell und ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Sehen wir hier praktisch eine kleine Webcam. Bei gewissen Modellen kann man diese Webcam nämlich nachrüsten. Es gab, also früher mal wurden ja praktisch die Kameras in den Fernseher integriert. Genau. Das ist gar nicht so lange her, da hatte praktisch jeder Fernseher eine Kamera. Da hat man natürlich... Dann gab es diese Persönlichkeitsrechtsbedenken. Ganz genau. Dann hat man die Kameras so gemacht, dass man sie wegdrücken konnte, dass sie nicht filmen, aber letztendlich hat man sie einfach wieder aus den Geräten rausgenommen. Genau, und jetzt ist es so, man kann also die Kamera nachrüsten. Es geht nicht bei allen Modellen, nur bei den neuen. Und kann die Kamera einfach jetzt, da ist hinten im Prinzip ist da eine Befestigung mit vorgesehen in den neuen Modellen. Und dann kann man diese Kamera einfach nachrüsten und dann kann man das Büro im Wohnzimmer, also Homeoffice, genau, ist eigentlich kann man dann nutzen und kann dann da sagen wir, seine individuelle eigene Videokonferenz halten. Ja, man sieht das ja hier auch live, wir werden hier gerade gefilmt. Ja, achso, wir sind live im TV. Ja. Sehr gut. Bisschen unterbelichtet. Ja, das ist jetzt aber wahrscheinlich... Aber sind wir ja eh, ne? Unterbelichtet. Ja, ein bisschen. Ja. Gut, also das heißt, hier haben wir es nochmal in weiß. Also die gibt es in weiß und in schwarz. Ja, dann gehen wir...